Ich gehe mal weg hier. Okay. So, hier muss ich mich jetzt nämlich retten. Alter. Hey Leute, ich bin Sven und willkommen zu einer weiteren Folge Skywars auf dem Gommeserver. Heute mal wieder was etwas Besonderes. Und zwar, liebe Freunde, machen wir ein bisschen Action mit der Elytra, also mit den Flügeln, die man natürlich jetzt auch in den Kisten hier finden kann. Und da haben wir auch schon eine. Leute, die sind echt jetzt ein bisschen seltener geworden. Falls ihr das Video von gestern noch nicht gesehen habt, könnt ihr das natürlich auch nochmal gerne anschauen. Wir haben jetzt endlich eine in den Kisten gefunden. Die erscheinen echt nicht mehr so oft. Und man kann sich auch jetzt zum Beispiel ein Schild, das ich jetzt auch gleich dafür brauche, ganz einfach machen. Und zwar geht das Crafting-Rezept so. Das kann man natürlich auch selber herausfinden. Schild machen und das sollte man natürlich dann machen, weil wir jetzt gleich einen TNT-Boost machen. So, die Elytra, beziehungsweise jetzt hier auf Deutsch Elytrin, können wir auch schon mal anziehen. Schon mal, ja, okay, nicht so gute Rüstung, aber immerhin ein bisschen was. Und jetzt ganz einfach einen kleinen TNT-Boost. Und da die Elytra halt echt schon weit fliegen kann, vor allem es mega Bock macht, mache ich jetzt einfach mal so ein paar TNT-Boosts hier mit der Elytra und mal schauen, ob wir das packen werden. Okay, Schild haben wir schon mal in der Left Hand. Und deswegen, okay, kann uns eigentlich nichts daran hindern. Wir gehen jetzt mal in die Third Person. Da baut sich auch schon rüber. Und ich bin gespannt. Wir blocken natürlich mal. Okay, und so, zack. Dann einfach Leertaste drücken. Und auf welche Insel fliegen wir mal? Sollen wir mal in die Mitte? Okay. So, und oh Leute, das, alter, fuck, ging fast schief. Und der schlägt hier wild um sich. Man sieht jetzt auch schon, okay, der ist down. Man hat den Cooldown jetzt mit drin. Das heißt hier zum Beispiel das Schwert, 1,6 Angriffsschaden. Und jetzt können wir uns die coolen Sachen hier aus der Kiste snacken und haben eigentlich schon so, okay, nur noch eine Dierhose. Die Elytra lassen wir natürlich an. Nochmal eine zum Beispiel. Okay. Eigentlich fast dann schon die besten Sachen, die es hier so gibt. Eine Enderperle auch zur Not. Man kann sich natürlich auch hochbauen, zu anderen Inseln fliegen. Also falls es dann später auch mal so ein Kit geben sollte, dann macht es einfach nur mega Bock, wie ich finde. Und ihr könnt natürlich auch gerne eine positive Bewertung da lassen. Dann mache ich auch sowas etwas öfter. Würde mich echt freuen. Und da gibt es auf jeden Fall noch viele coole Sachen, die man machen kann. Und ihr seht auch schon, vielleicht ist den ein oder anderen Testern von euch auch schon aufgefallen, wenn man sich jetzt hochbaut. Ihr habt es gerade wieder gesehen, es buggt mega rum manchmal. Und auch zum Beispiel beim Landen backt man einfach ganz kurz im Boden. Vielleicht sieht man es hier auch nochmal gleich. So, ich baue mich einfach noch ein bisschen hoch. Das reicht eigentlich schon komplett von der Höhe her. Und jetzt zum Beispiel geht es gerade ganz normal. Ich kann auch ruhig mal das Schild hier rausmachen. Aber manchmal backt man dann einfach so ganz plötzlich im Boden. Okay, und jetzt zum Beispiel brauche ich eigentlich nicht unbedingt das Schild. So, Elytra haben wir. Und zu welchem Spieler gehen wir? Okay, da kämpfen zwei. Deswegen gehe ich mal hier hin. Und ein bisschen vielleicht die Geschwindigkeit vermindern, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir können so weit eigentlich fliegen einfach nur und dann ganz langsam landen. Und wir haben es auch sogar geschafft. Alter, fuck, und bloß nicht herunterfliegen. Und dann sind wir schon echt ruckzuck bei den nächsten Gegnern. Und zum Beispiel können wir auch geschwind mal hier die Brustplatte anziehen natürlich. Und okay, auch hoffen, dass der mich jetzt nicht runterschlägt oder so. Vielleicht hat er ja Schneebälle oder so, aber ich hoffe mal nicht. Und dann gehen wir mal auf den jetzt. Und so, Freunde, den schlagen wir dann auch schon hoffentlich. Okay, gleich runter und da ist er auch schon down. Okay, nice. So, ab zum nächsten. Der ist da unten. Wollen wir da auch runterfliegen? Komm, ich riskiere es einfach. Okay, wir hatten nicht mehr die Elite dran. Das ist natürlich, ja, Fail. Okay, Freunde, und jetzt auf der Map Caster Fail. What the fuck, was war das gerade? Ich weiß es auch nicht. Wir haben jetzt schon mal direkt, okay, eine Enderperle und auch eine Elytra. Ich bin wirklich sehr froh darüber, aus einem Grund. Und zwar, okay, porte ich mich direkt gleich schon mal zur Mitte. Das ist jetzt auch eine Zweier-Map. Wir haben schon mal ganz gute Rüstung hier für den Anfang. Leute, die Elytra, die findet man wirklich so mega selten. Das könnt ihr mir gar nicht glauben. Ich habe schon die Aufnahme hier seit über einer Stunde am Laufen. Und es ist einfach nur das größte Problem, die Elytra zu finden. Und das geht, wie gesagt, nicht so oft. Und so, in 10 Sekunden geht es auch schon los. Wir bauen uns erstmal hoch und gehen dann mal direkt rüber. Wir können das natürlich auch gleich nochmal mit dem TNT-Boost machen. Aber ich habe noch eine andere coole Idee. Deswegen, und es backt hier ab und zu natürlich, wie gesagt, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lässt. Und manchmal findet man sie wirklich echt in fast allen Kisten auf der Insel. Manchmal aber auch wiederum nicht. Und das ist halt so das Problem, beziehungsweise halt fast nie. Und so, wir machen uns noch, okay, Sticks haben wir ja eh noch am Start, eine Hose und das reicht dann auch schon. Sehr schön, dann sind wir relativ gut ausgerüstet und dann können wir schon ein bisschen rumfliegen. Da geht die Action ab, aber Leute, nee, komm, wir gehen doch mal hier zu dem hin.
und fliegen mal so eine ganz kleine Runde. Oder sollen wir doch zu dem? Nee, komm, ich gehe mal zu dem. Alles klar. Und ich weiß nicht, was der da gemacht hat mit seinem Labeimer. Und den haben wir bekommen. Leute, ihr habt es gerade selber schon gesehen. Und Alter, auch manchmal backt es hier beim Laufen. Es bockt sich mega. Und den haben wir auch so runtergeschlagen. Okay. Dann bauen wir uns wieder hoch. So ein bisschen muss ja noch nicht mal viel sein. Also man kann sich zum Beispiel auch daran noch in letzter Rettung da unten abfangen, wenn man das halt schafft, einfach mit dem Block sich zu retten. So, und dann gehe ich mal auf diese Insel da vorne. So, vielleicht ein bisschen fliegen, dass man nicht allzu hart landet. Jetzt zwar ein halbes Herz verloren, aber das geht noch klar. Und so, okay. Dann, okay, muss ich echt aufpassen, dass sie jetzt nicht beide so mich killen. Okay. Und das ist, what the fuck? Okay, nee, das ist nicht mein Teammate. Leute, ich gehe mal weg hier. Okay, okay, okay. So, hier muss ich mich jetzt nämlich retten. Alter, what the fuck? Okay, ich hatte zum Glück Wasser. Nicht, dass ich mich irgendwie abschmeißen können. Ihr habt es gesehen, so kann man sich auch mega gut mit Elytra retten. So ein kleiner Trick hier. Und jetzt ranken wir wieder schnell mit dem Essen voll. Das meinte ich auch gestern mit der Umfrage. Okay, was natürlich jetzt für uns ein krasser Vorteil ist. Jetzt können wir hier aber nirgendwo hinfliegen, was wiederum nicht so nice ist. Aber da oben ist jemand. So, deswegen versuche ich jetzt gleich mal wieder hier mich hochzubauen, ohne dass der mich da auch bemerkt. So, okay, dann nochmal hier. Zu guter Letzt haben wir ein Ei oder so zum, was ab, zu dem ab, dass wir den abwerfen können, meine ich. Nee, leider nicht. So, aber dann gehen wir jetzt hier hoch und der darf nicht runterspringen. Okay, und ich bin hier oben, Leute. So, ich glaube, der hat das Verbrennungsschwert. Jawohl, okay. Aber vielleicht bekommen wir den. Ich muss ihn nur gut hitten. Und den einen habe ich runtergeschlagen. Sehr schön. So, dann hier mal wieder geschwind löschen. Und dann wieder auf den anderen. Und es sah gerade so aus, als ob ich... Komm, und den erwische ich jetzt hier. Okay, und er hat einfach nur Knockback. Was? Nur Knockback in 1.9? Das war aber gerade ein Bug, oder? Eigentlich... Moment mal, okay. Das ist ein bisschen komisch. Ich versuche nochmal zu schlagen, wenn ich den auch erreiche. Falls er mich runterschlägt zum Beispiel. Okay. Kann ich fliegen, falls ich ganz runterfalle. Aber muss man natürlich auch schnell reagieren können. Also auf jeden Fall hat er gerade kein Knockback bekommen. Und ich weiß nicht, was da abgeht. Und der hat auch keine Flügel, oder? Ich weiß es nicht. So. Ich würde sagen, es ist mal Zeit für den TNT-Boost. Es leben nicht mehr viele. Und dazu brauche ich auch noch... natürlich, okay, eine Druckplatte. So, da muss ich jetzt noch ein Holz abbauen. Sonst geht es nicht. So, die sind über mir. Druckplatte machen und dann hoffen, dass wir den nicht verkacken. Okay, let's go. Freunde, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Und, oh man. Alter, das war mega knapp, Leute. Habt ihr das gesehen? Punktgenau wirklich hier gelandet. Nice. So, und mal schauen, ob wir jetzt die da bekommen. Komische Treppe hier hochlaufen. So. Und ja, Leute, ich weiß nicht, wovon die Bugs kommen. Das ist einfach so mega random buggt. Und man kann die Elytra wirklich für alles benutzen. So, ich kann jetzt wieder hier so gechillt runterfliegen. Einfach mal so ein paar Inseln überspringen. Beziehungsweise auch hier landen, sonst wird es zu knapp. Und dann einfach wieder hier hoch. Okay, und der eine wurde sogar gekillt. Ist jetzt noch ein Zweier-Team. Ja, das ist ein Zweier-Team. Und... okay. Nein, fuck, da habe ich es nicht geschafft. Schade. Okay, dann muss ich jetzt hier noch ganz langsam runterfliegen. Beziehungsweise sie kann mich sogar hier retten, oder? Ich weiß es nicht. So, wenn ich es schaffe, kann ich hier hochschwimmen. Hex schreibt da. Und mit der Elytra ist hier so ein bisschen verbuggt. Nee, und das Wasser fließt hier ganz langsam ab, oder? Ja. Schade, da kann ich jetzt keine Blöcke mehr dran setzen, oder? Oh doch, ich könnte es schaffen. Nee, das Wasser, das fließt. Doch, das fließt langsam ab. Oh shit, und hat einfach Hex geschrieben. No, und ich erreiche es leider nicht mehr. Okay, wir können jetzt hier noch ein bisschen rumfliegen mit auch unserem Schild hier am Start. Sieht alles ziemlich komisch aus. Und dann Wreck, schreibt er. Alles klar, hat der, beziehungsweise das Team, okay, von den 5 Returns gewonnen. Und... nice Hex. Ja, der andere hat gehackt. Ich glaube, der meint den. Also, der hat irgendwie nur Knockback gehabt. GG. Und das ist das Achievement. Ja,
Play erzielt. Und ja, falls ihr das seht, Leute, ich weiß auch nicht, ob der jetzt Sex hatte oder ob der jetzt, keine Ahnung, ob das ein Bug war. Also es gibt auf jeden Fall echt noch ein paar Bugs, wie man gerade gesehen hat. Aber liebe Freunde, das war es so an sich zu diesem Video. Ich fand es mega cool, das mal auszuprobieren. Und da habe ich auch noch eine andere coole Idee, mit was man so das machen könnte. Mit natürlich der Elytra mit den Flügeln. Und das ist alles mega cool. Ihr könnt es ja selber gerne mal ausprobieren. Und natürlich würde es mich mega über eine positive Bewertung freuen, falls es euch gefallen hat. Mal, wie gesagt, was anderes. So ein bisschen Action. Man kann das wirklich für vieles einsetzen. Und das war's zu diesem Video. Wir sehen uns ansonsten morgen wieder im neuen Video oder ansonsten im nächsten Livestream. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao.